Servus Leute, herzlich willkommen bei Brauerfishing. Wo ich bin, was ich heute vorhabe, seht ihr alles nach dem Intro. So Leute, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, erste Mal Frankreich dieses Jahr. Wir haben jetzt Donnerstag, wir bleiben bis Sonntag. Leider haben wir es jetzt den ersten Tag schon ziemlich spät. Da kann ich nicht so ausführlich drehen und euch alles zeigen. Ich werde hier mal schnell Rodpot aufbauen, Routen rausbringen. Wahrscheinlich werde ich alle drei Routen oder zwei Routen auf jeden Fall ganz normal TT-Bait fischen. Auf eine Route mache ich ein Pop-up. Ja, wie gesagt, morgen geht es ein bisschen besser mit dem ganzen Film. Da habe ich mehr Zeit. Aber jetzt müssen erstmal die Routen raus für die Nacht. Let's go! So Leute, boah, das war was, ey. In aller Hektik Vollgas aufgebaut. Wir haben jetzt 21 Uhr, die Routen liegen, Gott sei Dank. Zwei Routen habe ich auf circa 3 Meter Tiefe liegen. Eine habe ich eher so ein bisschen im Flachen, vor einer Schilfkante liegen, auf 2 Meter. Die ganzen Spots, die zeige ich euch alle noch die Tage, aber für heute war es das. Jetzt kommt erstmal der gemütliche Teil. Ein paar Bierchen trinken, haben wir uns auch verdient. Ja, Leute, schauen wir mal, was die Nacht passiert. Das Coole ist, die Fische kann man hier auch sacken. Das heißt, ich kann die euch auch morgen schön im Hellen zeigen, falls nachts was geht. Erfahrungsgemäß haben wir in der ersten Nacht noch nie was gefangen hier. Aber egal, kann ja alles passieren. Macht's gut, Leute. Bis morgen früh dann.
So Leute, die erste Nacht ist rum. Kleines Update zur Nacht gestern. Meine linke Route lief ab, ich die Route aufgenommen, erstmal gut was gespürt. Auf einmal war das Rig durch. Also ganz, ganz crazy. Wirklich. Die Fluorocarbon-Schnur einfach durchgekappt nach dem Haken. Also ganz strange. Ja, war natürlich witzig. 2 Uhr nachts nochmal die Route rausgefahren. Was man nicht alles macht, ne? Leider ist dann nichts mehr passiert. Also wir haben die erste Nacht jetzt nichts gefangen. Ja, was wird heute alles so anfallen? Wir haben jetzt 9 Uhr morgens. Die Routen bleiben jetzt erstmal drin. Bis mittags. Was ich auch noch sagen wollte ist, wie ihr seht, wir haben hier 3 Rodpots auf demselben Steg stehen. Ist alles ein bisschen eng für 3 Angler, natürlich. Es sind noch viel Schnürten im Wasser. Aber hier ist der Angeldruck so hoch. Auf der anderen Seite fischen auch schon Leute. Ja, aber wie gesagt, das ist so ein kleiner Urlaub. Und die Hauptsache ist, dass wir mega geil Spaß haben. Und ich mich mal so ein bisschen erhole. Also daher, wenn wir auch dieses ganze Wochenende nichts fangen, egal, dann ist es halt so. Dafür hatten wir mega Spaß gehabt. So Leute, wir haben jetzt Mittagszeit, abends will ich die Routen nochmal alle rausfahren. Ich denke mal, ich fahre so um 18, 19 Uhr die Routen neu. Jetzt wollte ich euch was zum Futter erzählen, was ich hier verwende. So, die Grundbasis sind erstmal schöne geile Tigernüsse. So, die sind auch schon so ein bisschen geflavored. Auf die Tigernüsse gebe ich jetzt erstmal stinknormal Dosenmais. So, nachdem ich diesen Mix hier fertig habe, gebe ich nochmal hier Proline. Fish and Krill Liquid drauf auf das Ganze. So, wenn ich dann mit dem Boot rausfahre, nehme ich halt diese geile Mischung mit, Tigernüsse und Mais. Und was ich hier noch habe, aber die fütter ich so, ich mag nicht, wenn die so da drin sind und so richtig schön pumpig werden. Ich fische diesmal hier von Watercroft, die Knoblauch-Bolis. Und Leute, die Dinger stinken wie Sau. Also wer auf so Stinker steht, die sind richtig geil. Die sehen auch richtig gut aus, die Murmeln. Also das bin ich mal gespannt. Die hatte ich jetzt noch nicht drauf, aber die werde ich auch nachts aufs Haar ziehen. So Leute, wie gesagt, 19 Uhr gehen die Routen nochmal raus. Da zeige ich auch nochmal so ein bisschen die Spots, auf denen ich fische. Ich hoffe, dass die Nacht was geht. Achso, was ich auch gar nicht erzählt habe, ist, dass ich heute Vormittag wieder einen Run hatte, wieder die linke Route. Und da ist mir einfach das Monolider durchgerissen. Krass, habe ich auch so noch nicht gehabt. Aber schauen wir mal, was die Nacht geht. Wünsche mir Glück, Leute.
Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost. Servus Leute, schaut mal da, was gerade eben passiert ist. 17 Uhr haben wir, die Routen lagen immer noch von gestern. Und, Alex, was sagst du dazu? Stabiler Spickler. Da ist der Erste. So Leute, wir versorgen den Fisch. Wir sehen uns gleich vor der Matte. Aber mega geil, dass es schon mal geklappt hat. Was sagst du, Alex? Auf jeden Fall top, ey. Haben uns ja drauf gefreut, ey. Leute, ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Mega geil, wir haben den gerade eben gewogen. 13 Kilo Spiegler. Schaut euch diesen geilen Fisch an. Mega cool, ey. Fett. Richtig cool, ey. Geil. I love it. So. Hier muss man die auch wieder schwimmen lassen. Mega cool. Den lassen wir jetzt wieder in die Freiheit, dass den wieder jemand anderes fangen kann. Mega cool. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. To be strong every breath of, cause I can't move on till I let go.